Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Heute, geht es ein bisschen um ein paar Sachen aus Patch 10.1.7. Ich habe nämlich schon ein bisschen Gold ausgegeben, weniger als ich dachte. Und zwar habe ich 36.000 Gold für die Materialien ausgegeben von den Achievements, wo man immer so 1500 bis 2000 Items muss man immer craften. Und damit habe ich schon alle Berufe fertig gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger haben können, wenn ich noch gewartet hätte. Ein paar Mats wurden hochgesettet, aber ich wollte es jetzt fertig haben. Und ja, für alle Berufe 36.000 ist in Ordnung, ne? Also ja, man hätte es vielleicht unter 10.000 haben können, wenn man gewartet hätte, dass so robuste Steine und so wieder beim wenigen Silber sind. Aber es ist in Ordnung, ne? Für die Werte, die ich sonst raushaue, ist ganz okay. Also, ne, ich habe hier Alchi gemacht, Schmiedekunst, VZ das ganze Zeug, Inji, Inschriftenkunde, Juve, Lederverarbeitung und Schneider. Und die anderen Berufe gibt es ja, glaube ich, nichts. Ne, genau. Also das haben wir ein bisschen Gold ausgegeben und dann haben wir noch einen Mega-Schnapper uns geholt. Und zwar habe ich eben im Black Market hier ein T3 geschossen. Das ist einmal die Handgelenke vom Hexer und zwar für 11.000 Gold, 11.500 irgendwas. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig günstig für ein T3-Teil. Das hat mich gefreut und ich bin auch noch bei einem anderen dran, wo ich gerade ein bisschen mitsteige, aber da müssen wir dann gleich nochmal gucken, ob ich das auch gewinne. So, das tragen wir jetzt auch noch in die Liste mit ein. Also hier 11.000, das runden wir diesmal ab, beim anderen runden wir es dann wieder auf. So, Dollar, dann sind wir auf dem nächsten Char und zwar auf Erida habe ich auch nochmal wo drauf geboten. Einmal hier auf einen Gürtel und den haben wir jetzt für ein bisschen mehr gewonnen. 173.000 habe ich dafür ausgegeben, ist T3 Magier und den nehmen wir jetzt auch mal raus. Da habe ich mich ein bisschen hin und her hochgeboten, bis 200.000 würde ich ja gehen, ne? Und ja, ist jetzt nicht so günstig wie das eine Item, was wir vorhin hatten, aber auch ganz okay. So, dann tragen wir das nur ein, also 173 und dann gucken wir weiter. So, dann sind wir hier auf Lothar. Jetzt hätte ich fast den falschen Server gesagt. Da habe ich noch eins von den Orders-Items gewonnen. Hier einmal Kette für 4.500. Also eigentlich ein relativ günstiges Ding. Das ist, glaube ich, Mindestgebot. Und dann tragen wir das hier auch ein. Also hier 5.000 waren das jetzt wieder knapp. Und ja, dann gucken wir mal, was wir noch so finden. So, ich habe mir jetzt gerade noch ein bisschen was craften müssen für so ein paar Schmiede-Achievements. Unter anderem hier den Sulfurus-Hammer musste ich nochmal bauen und dann noch ein paar andere kleine Sachen. Hier diese Dietrich und so. So, insgesamt habe ich jetzt dafür so 40.000 ausgegeben. Allein der Sulfurus-Hammer hat halt 37.000 zum Herstellen gekostet. Und ja, mal gucken. Ich kann ihn eventuell verkaufen, aber mal schauen. Erstmal ist es gewastet, ne? Also ich habe jetzt 40.000 noch angesetzt für diese Schmiedegeschichten. So, ich habe das nächste Item gewonnen. Und zwar habe ich wieder auf ein Ordos-Item gewonnen. Diesmal musste ich ein bisschen hochbieten. Jetzt 15.000 haben wir gezahlt für hier, was ist das? Eine Brustplatte von Ordos aus dem Black Market. Und die können wir dann auch gleich wieder eintragen. Schauen wir mal, also tragen wir sie einmal hier mit ein, 15.000. Ich habe auch schon angefangen, die Leder-Achievements jetzt zu machen. 2.000 habe ich bis jetzt für ausgegeben, wird aber sicher noch mehr, sind nämlich nur einige dabei. Mal gucken, ne? Jetzt haben wir insgesamt schon 282.000 ausgegeben. Gut, dann schauen wir weiter. So, ich habe wieder ein bisschen was ausgegeben für meinen Berufsstuff. Und zwar bin ich gerade dabei, jetzt auch die VZ-Berufs-Achievements zu machen. Und ja, das war ehrlich gesagt, das war jetzt nicht so teuer. Ein bisschen was habe ich ehrlich gesagt so gewastet. Bei einem Achievement muss man solche Stecken herstellen. Da muss man 10-mal so ein Zepter einsetzen von jeder Art. Und ich habe mir 10 Zepter gebaut und habe dann gecheckt, dass die Dinger Aufladungen haben und dass man nur eins gebraucht hätte. Aber die meisten waren jetzt nicht so teuer. Ich habe die jetzt hergestellt vielleicht für, ja, sagen wir irgendwie 50 bis 100 Gold oder so war so ein Zepter maximal. Also naja, ein bisschen wasted war schon. Insgesamt haben wir jetzt ein bisschen über 11.000 ausgegeben für alle VZ-Achievements. Ist noch im Rahmen. Das habe ich jetzt schon mal eingetragen.
Also für Z11K, wir hatten ja für Leder, haben wir 12 ausgegeben, für Schmiedekunst waren es 40, aber gut, da musste ich auch diesen Ragnaros-Hammer bauen, der war ja relativ teuer. Jetzt gucken wir mal noch die anderen Berufs-Achievements an, was da noch so geht. So, als nächstes haben wir wieder ein Item aus dem Black Market gewonnen, und zwar mal wieder von Ordos. 4500 hat es jetzt gekostet. Nehmen wir einmal raus. Und das tragen wir dann auch noch ein in meine kleine Liste. Zwischenzeitlich habe ich jetzt auch schon mit Eichi angefangen, sind bis jetzt 3K drin, aber ich muss nur einige Eichi-Achievements machen, heißt, das wird wahrscheinlich nur wesentlich mehr. Gut, dann schauen wir mal weiter. So, Dolla, eben musste ich jetzt ein bisschen warten. Ich habe mir nämlich jetzt hier noch so einen kleinen Bieterkrieg geleistet auf Blackmoor und da habe ich ein Item ersteigert, ihr seht, da habe ich ein paar Mal drauf geboten. Und zwar hier die Gamaschen, das ist einmal ein T3-Teil vom Priester, hat mich jetzt gekostet 51k und ja, einiges an Zeit, sagen wir es mal so, ich stehe jetzt hier fast eine Stunde rum, aber das war es wert, Teil haben wir eingetütet, ich finde ein halbwegs okayer Preis, also T3-Teil für unter 100k ist immer gut, hätte ich jetzt mal gesagt. Das tragen wir einmal in meine Liste mit ein, also hier, was haben wir jetzt gesagt, 51 waren es, ne? Gut, schaue ich nochmal, dass ich nichts Falsches eintrage. Genau, dann können wir das Ding weghauen. Und dann gucken wir mal weiter, denn ich habe noch auf ein paar andere Sachen gebotet, ob ich da noch was gewonnen habe. So, Dola, jetzt bin ich nochmal auf den Main geswitcht. Hier habe ich auch nochmal was ersteigert, und zwar einen Gürtel. Und das ist einmal ein Ledergürtel von dem Werten Ordos. Und dafür haben wir ausgegeben 5700 Gold. Da musste ich auch das ein oder andere Mal mit drauf steigern. Also knappe 6k haben wir dafür jetzt rausgehauen. Und auch dieses Item, würde ich sagen, tragen wir einmal ein. Haben wir es? Da haben wir das Ding. Also knappe 6k. Das speichern wir ab. Und dann habe ich noch auf was auf Erreda geboten. Da muss ich mal gucken, ob ich das auch gewonnen habe. So, Dola, ich bin jetzt nochmal auf meinem Char auf Blackmoor. Ich habe nämlich gerade, ja, so das seltenste Item oder das beschissenste Item, was es überhaupt bei den World Drops gibt, einmal aus dem Auktionshaus gezogen. Irgendwie überraschenderweise. Und zwar gibt es unter World Drops WOD diese Fußlappen des Frostworkers. Und die waren eigentlich seengebunden. Also, das war das einzige World Drop Item, das es in komplett WOW gab, das quasi seelengebunden war. Alle anderen World Drops konnte man Yamaha kaufen. Blizzard hat das geändert und das Ding ist nicht mehr seelengebunden. Das Lustige ist, ihr seht das da unten im TSM, ich habe das für 100 Gold gekauft. Ich habe es gesehen, sofort gekauft. Da war ein einziges auf Blackmoor drin. Ich weiß nicht, wie selten es ist, ob Blizzard vielleicht auch die Seltenheit hochgestellt hat, aber da ich es auf keinem anderen Server gesehen habe, nur hier für 100 Gold, ich glaube, das war der Schnapper meines Lebens quasi. Und ja, jetzt legen wir es einmal an, das Ding. Und damit ist es raus, weil das wäre so das Item gewesen, der wahre Endgegner, wenn man alles andere hat. Weil World Drops zu farmen ist meistens ziemlich beschissen. Also es geht fast nicht, dass es gezielt farmt, weil die halt überall droppen können zu 0,00 irgendwas. Und ja, gut, dass es jetzt nicht mehr sinngebunden ist. Jetzt tragen wir es trotzdem ein. Es sind halt 100 Gold. Na gut, das Niedrigste, was ich machen kann, ist 1000. Dann runden wir jetzt halt ein paar Sachen ab, würde ich sagen. Dafür, dass es jetzt einmal in der Liste ist. Ich glaube, in meiner großen Liste mit den Items, die mir fehlen, ist es nicht drin, weil, naja, es war halt seelengebunden davor. Gut, das war's soweit, dann schauen wir weiter. So, danach geht's jetzt heiß her, und zwar bin ich auf meinem Char auf Antonidas. Ihr seht, ich habe hier so einen kleinen Bug, ich habe hier einen Debuff drauf. Der visuelle Effekt von dem läuft die ganze Zeit weiter, das ist seit der Patch raus ist, also 10.1.7, und ich mal bei einem Rare im Feuer gestanden bin. Auch Relocken hat nichts gebracht, aber naja. Lassen wir uns davon nicht ablenken, sondern gucken lieber, was ich gerade noch im Auktionshaus gefunden habe. Und zwar sind da jetzt einige removed Sachen drin aus Patch 1.10.7. Sind die jetzt neu reingekommen. Die waren ja ursprünglich mit dem Cutter Revamp quasi removed. Und da werden wir uns ein bisschen was kaufen. Ich kaufe mir jetzt nur die günstigen Sachen. Wir haben hier einmal Leder-Handgelenke. Die holen wir uns für knappe 1000. Und dann holen wir uns Rapier der Defias, der droppt anscheinend, also als Zonendrop jetzt in DM wieder, also in der Todesmine. Und die würde ich sagen, kaufen wir uns auch für 2200. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich die überhaupt in der Liste habe, beziehungsweise ich muss die dann noch wahrscheinlich rüberschicken. Also, jetzt schauen wir mal. Als erstes hier das Lederteil, das können wir auch direkt anlegen.
Gut, dann gucken wir mal, dass wir das eintragen. Also das war, hat jetzt ziemlich genau 1000 gekostet. Da können wir auch nicht viel abrunden. Und dann schauen wir mal, ob das hier in meiner Liste... Ups, ich zieh's euch mal rüber, ob das hier überhaupt mit drin ist. Nee, das gab's gar nicht da drin. Okay, also das haben wir schon mal nicht. Dann schauen wir das nächste Mal nach. Also hier der Rapier, den muss ich dann auf irgendeinen Char schicken, der ein Schwert tragen kann. Mal gucken, ein Warrior oder so. Den suchen wir jetzt auch gleich hier und dann tragen wir einen. 2200 hat der gekostet. Auch den habe ich nicht drin. Interessant. War der wahrscheinlich auch seengebunden damals. So, 2k. Gut. Und dann würde ich sagen, logge ich mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal. Ja, den schicken wir jetzt aber noch weiter auf meinen Worry. Der kann den auf jeden Fall tragen. Dann gucken wir mal. So, Dolla, jetzt habe ich noch auf Erida gescannt und da sind zwei Sachen mir ins Auge gesprungen, die ganz nett ausschauen. Einmal das Kurzschwert des Drachenmals, das ist anscheinend im Sumpfland damals eine Zonenbeute gewesen. Mittlerweile kriegt man es wieder. Ist hier für 15k drin. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich nur länger warten, bis es vielleicht noch günstiger ist. Ich habe aber nachgeguckt, EU-weit ist es aktuell das günstigste, deswegen kaufen wir das jetzt mal. Und der Magierstab, der Defias, da steht jetzt leider gar nicht dabei, wo man den herkriegt. Aber der ist im Verhältnis zum EU-Markt auch relativ günstig. Ich würde sagen, dann holen wir das Ding auch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir einmal... das Schwert können wir nicht lernen, aber den Stab können wir gleich lernen. Dann tragen wir sie auch schon in die Liste ein. Also erstmal den Stab. Und ich vermute mal, dass die beiden Items, dass ich die in meiner großen Liste schon drin habe. Aber wir werden gucken. Also 15k und dann gucken wir mal, ob ich sie hier mit drin habe. Ah, den Magierstab habe ich drin, wunderbar, den können wir schon mal rausschmeißen jetzt. Und dann gucken wir einmal wegen dem anderen Item noch. Und das muss ich dann auch wieder am besten auf den Warrior oder so schicken, ne, dass wir da einmal das austragen können. Also dann suchen wir gleich schon mal das Schwert. Das Drachenmals. Ah, das ist direkt drüber, okay. Kurzschwert des Drachenmals fliegt auch raus. Und dann tragen wir auch das ein. Ich glaube, diesmal muss ich meine Liste ein bisschen länger machen, ne? Jetzt sind wir schon zwei Drittel durch. Mal gucken. Juti, und dann gucken wir weiter, hätte ich gesagt. So, Dala, jetzt habe ich hier auf Blackhand noch gescannt. Und hier sind einige weiße Sachen drin, die relativ günstig sind, die ich mir jetzt einmal kaufen will. Oh ja, jetzt fangen wir mal an mit dem Umhang. Der kostet hier 5200. Der ist EU-weit tatsächlich am günstigsten. Wir kaufen die jetzt mal nach und nach, dass ich es nicht durcheinander komme mit dem Eintragen. Da habe ich EU-weit keinen günstigeren gefunden. Dementsprechend macht das auf jeden Fall Sinn. Den tragen wir jetzt einmal ein. Also der hat mich 5k und ein bisschen was gekostet, aber wir wollten ja jetzt immer ein paar Sachen abrunden. Und dann gucken wir mal. Ich vermute nicht, dass ich den da drin habe. Nee, der ist nicht da drin. Okay. Dann können wir gleich mal weiter gucken. Was war noch so am Start? Ah, das ist der falsche Char. Moment, das ist der Main, den habe ich da nur abgestellt. Hier wollten wir hin. Genau, was haben wir dann noch? Die Schuhe, die waren auch soweit am günstigsten. Die kosten knappe 15. Ich würde sagen, das runden wir auf. Das sind Lederschuhe, die muss ich dann nachher auf einen anderen Char schicken. Warte mal, das können wir schon mal lernen. Wobei, was heißt anderen Char? Ich habe ja meinen Main da gerade um die Ecke stehen. Den laden wir einfach ein, dann traden wir das. Was weg ist, ist weg. Blackmore. Traden wir das einfach rüber. Der steht ja direkt daneben. Dann können wir die schon mal lernen. Also dieses quasi serverweite Handeln ist schon sehr angenehm. Gut, haben wir das auch. Dann schauen wir mal, ob diese Lederschuhe, ob ich die in der Liste habe. Aber wahrscheinlich... Oh, nee, das war der Umhang. Ups, das wollten wir nicht. Ich muss die Schuhe einmal suchen. Weil graue removed Items, also die waren ja ursprünglich alle removed, ne? Hab ich nicht sonderlich viele drauf auf der Liste, okay. Also in meiner großen Aufstellung ist es nicht, aber hier haben wir es drin. Da müssen wir es nämlich eintragen für 15k. Dann, was hatten wir noch? Zwei Sachen wollte ich, glaube ich, noch kaufen. Königlicher Gurt der Frostmähen, der war hier auch soweit am günstigsten. Und auch, ah ne, das ist ein Ketten-Item. Gut, da muss ich mir nachher dann noch einen Char suchen, wo wir das lernen können. Ich denke mal, ich müsste nur irgendwo einen Kettenschar rumhampeln haben. Gut. Dann haben wir den für knappe 20. Und ich vermute, auch der wird hier nicht drin sein. Nein, auch den haben wir da nicht drin. Okay. Und das letzte, was wir uns noch holen wollen,
Ist die... Warte mal, die Weste hatte ich mir die gekauft? Muss ich mal nochmal gucken, dass ich keinen Scheiß mache. Minen, das hatte ich. Das war ein Lederteil. Ne, die Weste, die kann ich mir theoretisch auch noch holen. Kaufen wir uns die Weste noch. Wenn ihr etwas Exotisches findet, so, das ist auch ein Leder-Item. Das hat mich jetzt 12.500 gekostet. Dann traden wir das auch rüber. Das war jetzt von dem Rare. Hm, weiß ich nicht, ob man sich das wahrscheinlich hätte selber farmen können. Aber solange die Sachen so unter 20.000 sind, ich glaube, da kaufe ich das Zeug. Viele sind halt auch Zonendrops, die dann halt relativ selten sind. Da grindest du dann halt ewig und ja, da spare ich mir dann das Gegrinde. So, das waren jetzt 12.500. Und dann, wie gesagt, den Gürtel muss ich noch wegschicken, beziehungsweise aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Könnt mir das Beil noch holen. Da müsste ich mal noch schauen. Also die Frost-Ding ist auf Kasa günstiger drin und das Beil muss ich jetzt mal schnell nachschauen. Schädel, Kriegsbeil. Gucken, ob das auch irgendwo anders günstiger ist. Also ich gucke da immer auf der Seite hier Undermine Exchange, ne, da kann man sich das ganz schön anzeigen. Ich kann euch das mal auch rüberziehen. Also hier unten, wir haben auf Equin haben wir ein günstiges und auf Kazakh ist es für vier, sind vier Stück für 10.000 drin. Da kaufe ich das jetzt hier nicht für 20. Also dann lassen wir es erstmal hier gut sein und loggen ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir da noch ein paar andere Server, wo was geht. Gut, dann schauen wir mal. So, dala, dann sind wir jetzt auf Kasach. Und zwar hatte ich da ja gesehen, dass da noch günstige Sachen drin sind. Unter anderem Kurzschwert der Frostmähen und die Lederweste der Frostmähen. Also für 1000 und für 9000. Die beiden würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt einmal. Das und das hier. Und ja, bei den anderen Sachen, da lasse ich jetzt erstmal noch die Finger von. Die werden wahrscheinlich in den laufenden Tagen noch deutlich günstiger. Und ja, jetzt tun wir das den Main rüber traden. Dann muss ich mal gucken, ob ich... Halt, ich muss erst aus dem Postkasten nehmen, sonst kann ich nichts traden. Machen wir das so. So, da, da. Und dann gibt es auch das Gold einmal zurück. Also 30.000 habe ich noch über. Und dann werden wir noch auf den anderen Servern gucken, was da so geht. Ich denke mal, das ein oder andere Teil könnten wir da bestimmt noch rauslooten. So, also, das kann ich sogar gleich schon mal anlegen. Okay, wunderbar. Also, dann schauen wir mal. Die Lederweste der Frostmähnen. Die haben wir jetzt für 9.000 geschossen. Naja, also da muss ich meine Liste deutlich verlängern, wenn ich jetzt lauter so viele günstige kleine Sachen kaufe. Und dann schaue ich auch in meiner Liste nach, ob das drin ist. Oh ja, die ist sogar drin. Halt, jetzt habe ich es gerade immer das gefunden. Suchen. Ah ja, da. Lederweste der Frostmähen, die können wir schon mal aus der Liste rausschmeißen. Wunderbar, das freut mich doch immer. Und dann gucken wir mal, ob das Schwert zufällig auch drin ist. Also hier das Kurzschwert. Ne, das Kurzschwert findet er nicht. Gut, das trage ich jetzt auch noch ein in die Liste für 1000 Gold. Und dann würde ich sagen, locken wir weiter und schauen mal, was wir noch so finden. So, dala, Leute, ich habe weiter gelockt auf Silbermond und hier ist mir was aufgefallen. Ne? Hier sind ein paar Waffen drin, ihr seht, die sind ehemals removed gewesen und das ist alles Starting Gear. Und dann dachte ich mir, gut, die kaufe ich mir, ne, kosten jetzt für meine Verhältnisse nicht viel. Und dann dachte ich mir, Moment, dass irgendwelche Zonendrops irgendwo reingekommen sind, ja gut, klar, ne? Die kann man jetzt wieder farmen, das dauert ein bisschen, bis man einen Zonendrop hat, aber das ist Starting Gear, warum ist das hier drin? Dann dachte ich mir, es gibt bestimmt einen Händler, ich habe mal nachgeguckt. In SW gibt es einen Händler, und zwar hier in dem Handelsdistrikt, der Waffenhändler, und die Tuse verkauft das ganze Zeug mittlerweile für wenige Kupfer jetzt. Also falls ihr selbiges Problem habt, geht lieber zu der Händlerin, seht ihr, All the Things hat das auch noch nicht getrackt, und kauft euch für wenige Kupfer diese Sachen hier. Und klar, 1000 Gold wären jetzt für ein removedes Item natürlich nicht viel gewesen, aber hier zahle ich halt ein paar Kupfer und kann mir den Stuff kaufen, deswegen, ja, lieber einmal mehr nachgeguckt, ne, als dann richtig was rausgewastet. So, dann können wir das jetzt hier mal einmal uns holen. Jetzt schauen wir mal, ob der andere auch noch was verkauft. Anscheinend hat Blizzard hier ein paar Starting Gear Sachen reingebracht. Heute, das waren aber drei günstige Waffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch noch...
Ja, da muss man mal gucken. Eventuell gibt es da noch mehr Händler, wo Blizzard ein paar Sachen wiedergebracht hat. Also die muss ich mal gucken, ob die einmal in meiner Liste mit drin sind. Die werden wir jetzt nicht eintragen, weil das hat jetzt ein paar Kupfer gekostet. Das ist jetzt geschenkt. Aber eventuell, ne, die abgenutzte Axt habe ich schon mal nicht in der Liste drin. Und diesen Kolben, den schauen wir auch mal nach. Ne, den hatte ich auch nicht in der Liste drin. Okay, ja gut, dann gucke ich mal weiter. Ah, das Item, diesen Speer habe ich jetzt noch beim anderen Händler gefunden. Hier in der Altstadt ist noch einer. Der verkauft das, aber dann brauchen wir das auch nicht für 5000 mAh kaufen. Haben wir das wesentlich günstiger. Auch das gucke ich mal, ob ich es einmal in der Liste drin stehen habe. Aber ich vermute ehrlich gesagt nicht. Schauen wir mal. Also meine Liste. Ne, den Speer habe ich auch nicht auf der Liste stehen. Okay, jetzt schaue ich mal auf Silbermond, wie es dann aussieht. Was wir da jetzt noch brauchen von dem Stuff. Warte mal, ziehen wir es hier wieder rüber. Das kann man nämlich dann immer hier einmal refreshen. Okay, also jetzt sind Sachen über 20k, da lasse ich jetzt erstmal noch die Finger von. Eventuell kriegt man die nämlich irgendwo noch günstiger. Mich wundert gerade, dass hier der hergestellte Rücken aus Cutter drin ist, für 40k, ob man den... Aber den dürfte man eigentlich jetzt nicht günstiger kriegen, oder? Weiß es nicht, weil der kam ja nicht wieder ins Spiel. Wisst ihr was? Ich denke mir, den kaufe ich mir, weil da habe ich jetzt nichts mitbekommen, dass man den wieder kriegen kann. Dann hau ich da schnell mal ein bisschen Gold rüber. Kaufen wir uns den Umhang. Der wäre nämlich ein Schnapper in Anführungszeichen. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens für knappe 40k. Dann haben wir zumindest auch wieder was für die Goldliste. Achso, da muss man... Ah ja gut. Traden wir das wieder dem rüber hier. Braucht man eine Levelbeschränkung für. Also dann haben wir noch die 10k wieder zurück. Dann lernen wir doch den Umhang mal. Dann muss ich mal gucken. Also den werde ich wahrscheinlich schon in der Liste haben. So. Beauty, der hat mich jetzt knappe 40 gekostet. Und dann schauen wir doch mal. Also, der Umhang. Ja, natürlich, den haben wir drin. Den packen wir dann auch hier rein für 40k. Und gut, dann schauen wir weiter. So, dann bin ich weiter gelockt. Hier haben wir auch wieder einen volleren Server und da sind wieder ein paar Sachen drin, die halbwegs günstig sind. Wir haben einmal einen Stab hier, keine Ahnung, wo man den genau herkriegt, das sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Da steht nur, dass man quasi über dieses Quantum-Item bekommt, aber für 900 Gold kaufe ich das auf jeden Fall. Dann haben wir eine Axt, die man ursprünglich aus dem Dämmerwald gekriegt hat, Zonendrop, die droppt anscheinend jetzt wieder für 9000. Dann haben wir die Kukri für knappe 12. Die ist ein Zonendrop im Dunmorok. Die kaufen wir uns. Oder hat die jetzt 15 gekostet? Habe ich nicht genau geguckt. Und dann haben wir eine Robe aus Dunmorok. Auch ein Zonendrop. Die kaufen wir uns auch noch. Und das für 15k. Ich würde sagen, die Hose aus Tirisfal Zonendrop. Die holen wir uns auch noch. Gut, jetzt gucken wir mal. Holen wir mal alles raus. Und dann tragen wir das gleich mal ein in meine Liste. Also, was haben wir denn da alles? Die Hose. Ich habe die Liste jetzt auch mal ein bisschen erweitert. Ich kann sie euch gleich mal zeigen. Die Hose hat gekostet 15.000. Also, die habe ich jetzt ein bisschen erweitert, weil da werden jetzt noch mehrere Items kommen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich logge die ganzen Server durch und schau mal, was ich so kriege. Jetzt schauen wir mal, ob wir die hier einmal hatten. Nee, okay, die war nicht drin. Gut, dann schauen wir mal weiter. Dann als nächstes haben wir die Brust gekauft. Die hat mich gekostet knappe 12. Schauen wir mal, ob die dort drin ist. Nee, die hatten wir auch nicht drin. Ja gut, die meisten weißen Sachen habe ich nicht eingetragen, ne? Also knappe 12. Dann hatten wir als nächstes die Kukri. Die hat mich 15k gekostet. Die tragen wir auch noch mit ein. 15, jetzt schauen wir mal, ob ich die in der Liste habe. Ah, Cookie der Baukiem. Das ist ein grünes Item. Das haben wir drin. Schmeißen wir raus. Gut, dann hätten wir noch zwei weitere Sachen. Und zwar einmal eine Axt. Das ist auch ein grünes Item. Höchstwahrscheinlich habe ich das drin. Nee, die ist nicht drin. Interesting.
Hat mich auch 15.000, glaube ich, gekostet. Oder? Soll ich nichts Falsches machen? Ne, die hat mich 10.000 gekostet. Ups, das müssen wir gleich nochmal ändern. Und das hat mich 1.000 gekostet, der Gruftstab. Aber ich meine, den hatte ich schon mal da in der Liste gesehen. Also, das waren 10 und das war 1.000. Schauen wir mal, ob er hier unter den BOEs mit drin ist. Ja, der ist da mit drin. Und dann können wir auch den rausschmeißen. Gut, jetzt trade ich mal den ganzen Spaß zu meinem Main rüber. Und dann muss ich das mal ein bisschen verteilen, denn das ein oder andere kann ich natürlich dann nicht auf den jeweiligen Charts lernen. Halt, und das Gold können wir eigentlich auch gleich zurücktraden. 7.000 habe ich nämlich noch über hier. Nicht, dass wir nur arm werden. Müssen wir mal gucken, ne? Wenn ich dann Charts lösche und da Gold drauf ist, ist immer nicht so optimal. Also, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem gleich lernen können. Das sind Stoff-Item, die nicht, die Axt auch nicht. Den Stab können wir sofort lernen. Und den Rest, den muss ich dann ein bisschen auf meine Charts verteilen. So, Dala, jetzt sind wir, glaube ich, auf Draenor weitergelockt und da habe ich nochmal zwei Sachen gefunden. Einmal Gnoll Schädelberster. Das ist ein Item, das man im Rotkamm anscheinend kriegt. Ein Zonendrop für 15.000. Und dann haben wir Gnoll-Armschienen für knappe 20, auch aus dem Rotkamm. Die würde ich mir noch kaufen. Und dann können wir die gleich mal rausnehmen, beziehungsweise gucken, ob ich die in der Liste drin habe. Also das Ding hatten wir jetzt für knappe 20 gekauft. Schauen wir mal, ob es mit dabei ist. Das ist jetzt ein weißes, wahrscheinlich nicht. Ne, das haben wir nicht dabei. Okay, das packen wir jetzt hier rein für knappe 20. Und dann hatten wir noch die anderen, den Streitkolben. Und den haben wir gekauft für 15, okay. 15, der müsste jetzt hoffentlich dabei sein. Nee, den habe ich auch nicht dabei. Interesting. Okay, gut. Wird die Liste leider doch nicht kürzer. Aber wir können es zumindest gleich lernen, weil das beides Items sind, die mein Druid quasi lernen kann. Also, das Item hier und das auch. Und dann gucken wir wieder weiter. So, Dala, das nächste, was wir haben, ist einmal ein bisschen was, was ich für nicht Schmied, sondern für Bergbau ausgeht. Ich crafte nämlich gerade ein paar verzauberte Elementium-Bahnen. Hat den Hintergrund, naja, man muss für ein Achievement 5 Stück craften. Der Spaß ist relativ teuer. Mich hat das jetzt knappe 28.000 Gold gekostet. Und die können wir dann auch gleich mit ins Sheet eintragen. Zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen was mehr für Alchi ausgegeben. Aber zumindest bin ich da auch soweit fertig. Oh, seht ihr, da haben wir das Achievement mit den Barren. Jetzt bin ich bei hier Bergbau quasi auch durch. Also, jetzt gucken wir einmal rein. Also für Alchi habe ich jetzt nochmal ein paar tausend mehr rausgehauen. Da sind wir jetzt bei 74.000 und 28 für Bergbau. Und mal gucken, Kräuterkunde musste ich nichts ausgeben. Ich habe jetzt noch ein paar Berufe offen. Mal schauen, was da noch rumkommt. Ne? Unter anderem Inji wird wahrscheinlich noch relativ teuer, aber das muss ich jetzt mal die Tage gucken. Da muss man nämlich alle möglichen Brillen bauen. Da kann ich mir vorstellen, dass das relativ teuer wird. Aber gut, wir werden sehen. So, Dala, jetzt ein paar Tage später habe ich die ganzen Berufsachievements durchgebastelt. Und zwar unter anderem halt einiges mit Inji ausgegeben. Ich glaube, Juve war noch ein bisschen da was dabei. Ne? Juve musste man diese Welblinge bauen, aber unter anderem auch ewig viele von diesen Statuen und die ein oder anderen Sachen waren auch noch dabei. Unter anderem das Berufswerkzeug und dann bei Inji. Naja, Inji war richtig teuer. Ne? Da gibt es dann hier diese ganzen Brillen, die man bauen muss. Und vor allem jetzt hier irgendwie 30 Brillen oder so. Dann noch ein paar kleinere Sachen wie diese Schockdrossel-Absauggerät. Ne? Das gibt es ja sowohl in Burning Crusade als auch einmal in, Dragonflight. Genau. Und, ja, dann können wir mal gucken, was ich ausgegeben habe. Also, Juve haben wir 66.000 insgesamt ausgegeben. Inji 301.000. Dann habe ich mir nochmal für einen PvP-Char ein bisschen dieses PvP-Gear gekauft, das grüne. Inschriftenkunde war relativ günstig, hat 4.000 gekostet. Und Kirschen habe ich noch 1.000 Gold gezahlt. Da musste ich so ein paar Dinge herstellen, so ein paar Köder, ne, um ein paar Viecher zu fangen. Da habe ich das Achievement noch nicht fertig, aber die Köder habe ich zumindest schon mal hergestellt. Genau, das war soweit die Geschichten, was ich jetzt für die Berufe ausgegeben habe. Vorhin hatte ich es ja euch oben schon gezeigt. VZ waren es 11.000, Eichi 74 und ich weiß gar nicht, Schmiedekunst waren es hier 40, Lederer waren es
12 und dann für diese 2000 Crafts 66. Ich glaube so fast, ich würde so sagen, eine halbe Million habe ich jetzt für die ganzen Berufsachievement hingelatzt, ne? Und einiges an Zeit, das kann ich euch sagen. Endbetrag ist jetzt an der Stelle einmal hier 179.000. Jetzt gucken wir nochmal, dass da alles drin ist. Ja, weil da musste ich jetzt hier die Liste so ein bisschen erweitern. Ist doch dann ein bisschen mehr geworden. Gut, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel gemacht. Aber ja, und wir hatten ja auch noch einiges quasi an T-Mox gekauft. Einen Haufen Stuff, der ja vorher removed war. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.